Im heutigen Video erkunden wir den Flugplatz Domodossola, auch bekannt als Chavez Marini. Dieser Flugplatz ist wahrlich ein Juwel in den Alpen, mit einer idyllischen Lage, anspruchsvollen Anflugbedingungen und einer faszinierenden Geschichte. Begleite mich, während ich dir die Besonderheiten zeige und wichtige Fakten präsentiere, damit du bestens vorbereitet bist, falls du einen Flug zu diesem einzigartigen Flugplatz in Erwägung ziehst. Der Platz befindet sich in den südwestlichen Alpen in der Nähe des Lago Maggiore. Im Norden und seitlich ist er von hohen Bergen umgeben. In Richtung Süden schlängelt sich ein mehr oder weniger breites Tal in die Poebene. Die Stadt Domodossola liegt ca. 3 Kilometer südlich des Platzes. Von Süden kommend erreicht man den Flugplatz, indem man einem breiten Tal folgt, welches sich westlich vom Lago Maggiore erstreckt. Dieses ist noch gut fliegbar, wenn man schon etwas Erfahrung in der Bergfliegerei hat. Am Ende dieses Tals liegt der Flugplatz. Dahinter geht es weiter in die höheren Alpenlagen. Der Funk ist in der Regel bis wenige Minuten vor dem Erreichen des Flugplatzes durch die umliegenden Berge abgeschattet. Das heißt, man hört die lokale Frequenz erst recht spät und wird auch erst recht spät von den Personen am Flugplatz gehört. Also einfach geduldig sein und regelmäßig Blindmeldungen mit dem Standort und den Absichten absetzen. Domodossola Chavez Marini mit der Archaeo Canyon 4xZ hat zwei Landebahnen. Die Asphaltpiste liegt genau in Nord-Süd-Richtung 3,6 bzw. 1,8 und hat eine Breite von 14 Metern, auch wenn mir die Bahn kurz vor der Landung schmaler vorkam. Dabei kann es sich aber auch um eine optische Täuschung aufgrund der Länge gehandelt haben. Die Länge ist mit 600 Metern bzw. 570 Metern nach Avia Portalano recht komfortabel, wenn man Shortfield-Landungen gewohnt ist. Es gibt noch die Graspiste in Richtung 1,9 bzw. 3,5, deren Länge mit 780 Metern und die Breite mit 25 Metern angegeben ist. In unserem Fall war sie eher nicht benutzbar, da das Gras gerade erst gemäht wurde. Denk dran, vorher beim Aero-Club anzurufen, welche der beiden Pisten benutzbar ist und schaut sie euch aus der Luft zusätzlich noch an, bevor ihr landet. Die Nummer des Clubs blende ich hier ein. Die Bahn 1,8 wird mit einer Standardplatzrunde links herum angeflogen. Die Bahn 3,6 mit einer Rechtsplatzrunde. Eine Höhe ist, wie eigentlich immer in Italien, für die Platzrunde nicht angegeben. Das bedeutet, dass die Platzrunde östlich des Platzes entlang der Berghänge gelegen ist. Nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, in der Talmitte. Die Ursache dafür ist der Lärmschutz der Anwohner im Tal. So ist es verboten, die Stadt Domodossola und die Fabrikanlagen in der Nähe zu überfliegen. Das macht den Anflug ein kleines bisschen anspruchsvoller, weil man recht nah an den Bergen fliegen muss. Die Frequenz ist wie an vielen kleinen italienischen Flugplätzen die Sammelfrequenz 130,0. Der Flugplatz liegt in einem klassischen Talwindsystem. Nachmittags zieht der Wind aufgrund der Thermik sehr oft in die Berge, das heißt, er kommt dann aus südlicher Richtung. Der Avio Portalano gibt typische Windgeschwindigkeiten von 8 bis 12 Knoten aus Süd an. Wenn der Wind aus Norden kommt, handelt es sich um einen Fallwind aus den Bergen, der aufgrund der Rotoren sehr böig werden kann. Da in der Regel niemand am Platz ist, um den Wind durchzugeben, hat der Flugplatz eine andere Möglichkeit geschaffen. Wenn man die Sprechtaste auf der Frequenz des Flugplatzes viermal hintereinander drückt, erfolgt eine automatische Ansage des aktuellen Windes. In unserem Fall war sie allerdings nur sehr schwer zu verstehen, sodass wir die Windrichtung und Stärke mit visuellen Anhaltspunkten wie Rauch aus Schornstein und natürlich dem Windsack bestimmten. Hier sehen wir, wie ich mich entschied durchzustarten, da ich im letzten Moment nach links gedrückt wurde. Das kann bei der schmalen Bahn unangenehm werden. Offiziell gibt es keinen Sprit auf dem Flugplatz. Wenn ihr mit dem Aero Club redet, könntet ihr vielleicht Mogas bekommen. Afgas dagegen wird schwierig, da dafür keinerlei Infrastruktur vorhanden ist. Ein Restaurant gibt es leider nicht am Platz. Es gibt wohl ein Agriturismo mit dazugehörigem Restaurant, welches sich 500 Meter entfernt befindet.
Dieses haben wir jedoch nicht getestet, da wir nach einem kurzen Smalltalk mit Clubmitgliedern des Aero-Clubs in die Stadt mitgenommen wurden. Ein Angebot, das wir nicht ausschlagen konnten. Doch zuvor waren wir noch am nahegelegenen Fluss spazieren, um die atemberaubende Kulisse aufzusaugen. Wir hatten, wie bereits erwähnt, das Glück, dass uns jemand vom lokalen Aero-Club mit in die Stadt genommen hat. Falls ihr niemanden am Platz findet, der euch weiterhilft, werdet ihr ein Taxi aus Domodossola rufen müssen. Die Nummer der Taxizentrale blende ich unten ein. Domodossola ist eine kleine, schnucklige Stadt in den Bergen mit einem sehenswerten historischen Kern. Und nur zur spannenden Geschichte dieses Flugplatzes. Der Flugplatz ist nach dem Flugpionier Jorge Chávez benannt, der hier im Jahre 1910 abgestürzt ist, nachdem er als erster Mensch mit einem Flugzeug den Alpenhauptkamm überquert hatte. Er verstarb wenige Tage später im Krankenhaus von Domodossola. Jorge Chávez wurde 1887 in Paris als Sohn eines peruanischen Millionärs geboren. Er machte seinen Flugschein im Jahre 1910 im Alter von 23 Jahren. Die französische Lizenz hatte die Nummer 32. Ein paar Tage später, am 23. September 1910, startete er mit seiner Eindeckermaschine mit einem 50 PS Motor auf einer Wiese in Riedbrig in der Schweiz, um über den 2000 Meter hohen Simplonpass nach Domodossola zu fliegen. Am 19. September 1910 unternahm er den ersten Versuch, die Alpen zu überqueren, musste aber wegen Turbulenzen und Kälte abbrechen. Die Überquerung selbst gelang ihm, doch als er nach 43 Minuten Flugzeit zur Landung ansetzte, brach sein Flugzeug, das aus Holz, Stoff und Stahlrohren bestand, auseinander. Er stürzte aus einer Höhe von 10 bis 20 Metern ab und wurde dabei schwer verletzt. 4 Tage später verstarb er im Spital von Domodossola. Heute ist der Flughafen der peruanischen Hauptstadt Lima nach ihm benannt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umgebung des Platzes, die Szenerie und die Stadt die Mühen des Anflugs und der Landung mehr als wettmachen. Und nun viel Spaß mit der Landung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du ein Like dalässt. Wenn du an weiteren Videos zu italienischen Flugplätzen interessiert bist, hast du die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren. Hier geht's zur Playlist mit weiteren italienischen Flugplätzen. Und hier findest du ein Video mit Tipps zum Fliegen in Italien.